Ja, meine Damen und Herren, wir befinden uns hier auf dem Gelände der ehemaligen Firma Aquatica, jetziges EWR. Und wir sind zu einem ganz besonderen Anlass hierher gekommen. Und zwar haben wir hier ein Konzert am See. Grillen machen hier am See Musik. Und es handelt sich hier um Kunst und wir haben den Künstler, ich habe den Künstler zu meiner Seite, Viktor Brauer. Hallo, Herr Brauer. Herr Brauer, wie sind Sie dazu gekommen, hier am See des EWR Dirigenten, Musiker, Grillen aufzubauen, die Musik machen? Wo EWR hat das ganze Gelände gekauft gehabt und umgebaut. Da haben sie auch den Teich gestaltet, ganz neu. Und beim Gestaltung von dem Teich habe ich festgestellt, dass es ein bisschen fehlt, da Kleinigkeit. Die Steine sahen für mich nackig aus. Und da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Und da kam ich auf die Idee, Grillen zu machen. Sie sind ja ein wahrer Künstler. Wir werden die Grillen nachher sehen. Wir werden auch ein Konzert der Grillen erleben. Da steckt ja einiges an Arbeit hinten dran. Ja, ich habe gedacht, ich mache mir jetzt einen Gedanken, wie ich das mache. Und kam mir so eine Idee. Und dann konnte ich die Idee mit meinem ehemaligen Meister besprechen, Herr von Korrell. Und der hat die Idee sehr gut gefunden gehabt und hat der Vorstand informiert. Der Vorstand hat gesagt, ja, okay, können Sie frei loslegen. Aber mit einer Bedingung, dass die Grillen nicht wegspringen über Nacht. Und habe ich einen Prototyp gebaut gehabt und das habe ich mal fotografiert gehabt und dem Vorstand gezeigt gehabt und da waren sie alle einverstanden und ich habe den losgelegt. Und da kam mir so eine Idee, jede Grille mit anderen Musikinstrumenten zu machen. Und zum Schluss war es so eine schöne Idee und ich war sehr, sehr froh, dass alles so mir gelungen hat. Und zum Schluss wollte ich auch einen Dirigent. Den Dirigent, den installieren Sie heute, der ist also ganz neu. Wir werden auch im Anschluss davon Aufnahmen zeigen, wie Sie den Dirigenten installieren hier im Orchester. Eine Frage noch von mir, eine persönliche. Wie lange braucht man denn für jeden der einzelnen Musiker? Also wie lange brauchen Sie für eine Grille? Ich brauche für eine Grille ohne Metall, ich brauche 4 bis 5 Stunden Arbeit. Das ist reine Arbeitszeit. Und dann werden die Grillen ja auch noch verchromt. Nein, die Grille kommen in die Verzinkerei und dass die nicht rosten später, die kommen in die Verzinkerei, wie gesagt, und danach wird das bisschen schwarzer Lack drauf gesprüht und die Augen werden ein bisschen hell bleiben, verzinken, dass der Rost nicht runterläuft an den Steinen. Ja. Und so wird es gemacht. Aus wie vielen Grillen besteht das Orchester? Oh, das weiß ich nicht, muss ich erstmal durchzählen. Müssen wir nachher durchzählen, wir haben es ja auch schon aufgenommen. Gut, Herr Brauer, dann darf ich mich vielmals bedanken und wir schauen jetzt mal, wie die wichtigste Person des Orchesters installiert wird, der Dirigent. Vielen Dank, ich bin soweit bereit und mache das gerne. Alles klar, wir danken auch, Herr Brauer, vielen Dank.
Ja, Herr Brauer, der Dirigent steht, das Orchester ist fast vollständig. Was haben Sie in Zukunft jetzt doch noch vor? Ich habe schon überlegt, da fehlt was, da fehlt eine Sängerin. Und da habe ich gedacht, so einen Vogel in abstrakter Kunst zu bauen, das kommt später noch. An wen dachten Sie da, an welche Sängerin? So eine abstrakte wie Nina Hagen. Mit roten Lippen, mit blauen Wimpern und das habe ich noch vor. Ja, und da sind wir auch garantiert dabei, wenn das Orchester vervollständigt wird durch eine Sängerin. Herr Brauer, vielen Dank für Ihre Kunst. Leider ist sie ja nicht für alle Wormser hier so zugänglich. Das ist mehr oder weniger EWR-intern. Aber wir haben sie aufgenommen und zeigen es den Wormser über den offenen Kanal. Das ist kein Problem. Ich wünsche Ihnen trotzdem vielen Dank. Viel, viel Spaß noch. Und wenn wir die Sängerin gestalten, dann können Sie vorbeikommen. Ich lade Sie herzlich ein. Vielen Dank, Herr Brauer. Bis dann. Bis zu Nina Hagen. Vielen Dank. Wiedersehen. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Ja, meine Damen und Herren, das war das Orchester am Teich des EWR. Wir hatten Herrn Viktor Brauer hier vor Ort, den Künstler. Und wie er schon richtig sagte, es geht weiter. Wir haben auch für Sie das Orchester, was spielt. Jetzt im Anschluss für Sie, schauen Sie es an, hören Sie zu. Viel Spaß!